einen weiteren Kommentar, und zwar vom Shuhu. Und da steht: Ich denke, dass es anders schwer ist, über so etwas zu reden. Hut ab für diese Stärke. Danke. Wo holst du die Stärke? Du sitzt jetzt da und du redest ja jetzt eigentlich seit einem Jahr darüber. Ja. In den Medien, mit diversen Leuten. Du redest ja auch vor Schulen und alles. Ja. Von wo holst du das? Das ist unglaublich, dass du jetzt so dastehen kannst und das sagen. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß einfach, dass ich. Ich habe mich ja dann entscheiden. Also ich war dann irgendwann Schulleiterin, ich habe meine Lehrer unter mir gehabt, und ich meine, die haben nichts da gemerkt. Und ich habe zwei Kinder, also in deinem Alter, oder? Und so. Und ich habe irgendwann einfach gedacht, ich kann nicht. Ich muss irgendetwas machen. Ich kann nicht einfach nur da sitzen und sagen, okay, jetzt ist es halt mir passiert, ja nur, und jetzt schaue ich mir selber und meinem Leben und so. Und ich habe einen sehr starken Willen, aber ich bin auch sehr sensibel. Und ich habe mir einfach gesagt, ich gebe nicht auf. Und es ist wie eine Übungssache. Also Widerstandsfähigkeit kann man üben. Das ist wie ein Sport. Und mit der Zeit macht einem der Sport auch Spass, weil man einfach merkt, aha, das kann ich eben gleich. Oho, okay, ich hole mir eben zurück, was ich verloren habe. Meine ganze Kindheit hole ich mir zurück. Und das hat mich immer stärker gemacht. Wie hart ist es aber jetzt, die ganze Zeit so stark zu bleiben? Ist das nicht auch sehr schwierig für dich? Also ich muss also ehrlich zugeben, ich bin überhaupt nicht immer stark. Ja. Ich heule manchmal vor mich hin. Und dann Tobi, und dann höre ich huere laut Musik. Und dann gehe ich auf den Berg hoch, gehe säckeln, um mich abreagieren, weil ich es fast nicht mehr aushalte, dass ich mich dauernd damit beschäftigen muss und eigentlich mich am liebsten über etwas ganz anderes beschäftigen. Aber ich merke, dass ich es einfach machen muss. Und es geht mir wirklich nicht immer gut, aber es geht mir nie so schlecht, dass ich jetzt Medikamente nehmen müsste oder in Psyche oder irgend so. Das habe ich jetzt nie müssen erleben, oder? Und ich habe natürlich sackgute Freundinnen und Freunde, die immer für mich da sind. Und ich aber auch für sie. Und ich bin ein lebensfroher Mensch. Vielleicht ist man, ich habe einfach gerne die schönen Sachen im Leben. Einfach die schönen Sachen. Also man sieht, du hast dein Leben sozusagen zurückerobert. Und über das Leben reden wir gerade. Aber zwar gehen wir zuerst noch die Werbung, meine Lieben. Darum, bis gleich.